Hier ist PJ-Veranstaltungstechnik mit dem Review zu unserem Spot Moving Head, dem Nanobot Spot. Mit einer 12 Watt LED. Hier vorne sieht man das Bedienfeld. Hier sieht man das Bedienfeld mit mehreren Tasten. Einmal Mode, Enter, Up und Down. Dann haben wir hier hinten die Öse für das Safety Eye, der Kaltgeräteanschluss, ein DMX-In und ein DMX-Out. Dann haben wir hier die Kühlstäbe und ja. Der Moving Head hat 180 Euro im Handel gekostet, als ich ihn gekauft habe. Und jetzt kostet er noch 170 oder so. Aber alle Geräte, die wir in dem Video hier benutzen, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch nochmal. Mit den Links zum Music Store. Ja, das ist eben der Nanobot Spot. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Test. Einen Leuchttest. Und dann zeige ich euch auch, welches Lichtpult wir benutzen. Aber dazu kommt noch ein externes Video. Also ein anderes. Bis dann gleich. Ja, das war's. Hier ist unser DMX-Pult, womit wir hier alles ansteuern. Das ist der DMX-Operator 164. Wenn das falsch ist, der Link ist, wie gesagt, unten in der Infobox. Und ja, das ist eben unser Lichtpult oder eins unserer beiden Lichtpulte, womit wir unsere ganze Technik ansteuern. Hier hinten haben wir die Chases, da haben wir den Nanobot Spot auf der 1 und auf der 2 und auf der 1 und 3 haben wir Pan und Tilt. Ja. Wie gesagt, haben wir Pan und Tilt auf der 2 und 3 und wir sind gerade im Programmmodus. Das heißt, wir können das Gerät einfach abwählen. Und dann bleibt der so, wie er jetzt gerade ist. Genau. Die Nebelmaschine muss, wie ich gestern schon im Video gesagt habe, mal gereinigt werden. Und, ja. Wir haben hier dann auf der 7 und 8 die Helligkeit, Dimmer und so. Und auf der... Ich stelle euch mal so, dass ihr da was seht. So, hier haben wir dann auf der 4. Ja. Hier haben wir auf der 4 gar nichts. Auf der 5 haben wir das Farbrad. Und auf der 6 die Gobos. Dieser Moving Head hat leider keine bewegten Gobos, also man kann kein Gobo-Shake machen oder so. Ja, das ist das Blöde daran, aber es ist relativ in Ordnung. Ohne Gobo-Shake, das muss man dann eben so hinnehmen, aber man kann die so mit der 2 und der 4 so ein ganz bisschen bewegen, also ein bisschen Pan- und Tilt-Bewegung machen und dann shake das so ein bisschen und wie ihr hier jetzt seht, da ist der, mit dem ich den YouTube-Kanal betreibe, genau, und der macht hier gerade die zweite Kamera, deswegen so nicht wundern, wenn ihr eine Kamera noch seht.
Also ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video und wir sehen uns dann demnächst. Und alle Produkte, die wir hier benutzt haben, findet ihr unten, hier unten in der Infobox. Und hier kommt ihr jetzt zu unseren letzten beiden Videos. Bis zum nächsten Video und wünschen euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Tschüss.